Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Einfachbundle von Almoe. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundleinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Einfach von Almoe, das Ganze am 19. Juli erschienen. Wir haben hier ein klassisches Bundle, also so eine Plastikfolie, so ein kleines Täschchen hier, und in diesem befindet sich der Inhalt. Hier geht das Ganze auf. Wir haben hier einmal dabei ein Shirt, zwei Sticker und natürlich das Album an sich einfach. Jawohl, nachdem das Album noch in Folie ist, werden wir das mal hier aus der Folie holen. Einmal hier aufschneiden, durchziehen, ab geht's. So. Und so sieht das Ganze aus. Also wir haben hier den Interpreten abgebildet, Blick von unten. Wir sehen hier ein schwarzes Shirt und eine Sonnenbrille. Hier lesen wir dann einfach, also der Albumtitel, allerdings eben nicht regulär einfach, wie man es kennt, mit EI, sondern in diesem Fall mit AI. Das Ganze kommt in einem regulären Jewel Case. Auf der Seite lesen wir auch wieder Almoe einfach. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier 14 Tracks an der Zahl und wir haben einige Features mit dabei. Und zwar haben wir hier ein Feature von Active One und dann haben wir hier auf dem Track 13. Oh nein, hier ist auch noch ein Feature dabei von Somis und Active One, also zwei Features. Und dann auf dem Track 13 haben wir auch noch jede Menge Features, sehr viele AMI-Features mit dabei. Die erspare ich euch jetzt mal an dieser Stelle, aber deutsche Features sind auch mit dabei, die man kennt, und zwar Rako ist mit dabei, Blockmonster, nochmals Active One, Somis, Trukanak, Kangal, Niles Davis, Smexa, Phoenix, Schwarz. Also das sind echt einige dabei. Also Großteil der Features hier Berliner. Dann haben wir unten die Credits und dann schauen wir mal hinein. Wir kommen zum Booklet. Hier lesen wir dann auch wieder Almo einfach. Das steht hier so ein bisschen auf dem Kopf. Kann man eventuell dann als Wendecover reinmachen. Hier haben wir dann die Info zu den einzelnen Tracks. Also wer hat hier produziert, wer war hier beteiligt. Okay. Und hier dann auch noch die Social Media Infos zu Almoe, Facebook und Instagram sowie zu seinem Label Einfach Musik. Alles klar, also das Booklet, so ein Einleger hier, zweiseitig, recht sparsam. Dann haben wir die CD, die ist so gestaltet wie auch hier die Booklet-Rückseite. Wir haben hier dunkelblau und dann lesen wir hier wieder Almoe einfach. Auf der Rückseite das Logo von Einfach Musik. So sieht das aus. Dann haben wir zwei Sticker mit dabei. Einmal hier diesen Label-Sticker, diesen Logo-Sticker von Einfach Musik in schwarz und weiß. Das Ganze ist dann hier kreisförmig rauszulösen. Und dieser ebenfalls kreisförmig, ebenfalls in schwarz und weiß, ein Almoe-Logo-Sticker. Jawohl. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch ein Shirt. Und zwar lesen wir auch hier wieder Einfach Musik in blau, auf einem schwarzen Shirt. Darunter haben wir dann so diverse Boxen, wie so Subwoofer, aufgebaut. Und ansonsten gibt es hier dann nichts weiter zu sehen. Neckprint ist keiner mit dabei. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Fruit of the Loom Classic Value Weight in der Größe M. Das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Marokko. Grüße gehen raus. Größe M. Es gab zu diesem Bundle oder in diesem Bundle gab es diverse Shirtgrößen zur Auswahl. Ich glaube von M bis XL oder XXL konnte man sich das frei aussuchen. Ich habe mich in dem Fall dann natürlich für M entschieden. Und ja, dementsprechend Größe M. Ja, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt. Dann die beiden Sticker hier, beide in schwarz-weiß, beide kreisförmig. Sowie natürlich das Album an sich
mit insgesamt 14 Tracks und zahlreichen Features. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Almoje unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.